willkommen zu einer weiteren Folge von der Team Chaos Challenge. Ich wollte gerade Public sagen, Entschuldigung. Mit der Asta, dem Lars, dem Micha und dem Paul, einen wunderschönen. Hallo. 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 So. Ich bin wieder da. Yay. Yeah. Yeah, ich freue mich. Ja, wobei, ey, ich weiß, warte mal, die Folge müsste schon, glaube ich, rausgekommen sein. Okay. Hast du weißt du etwa, welche Folge ich meine? Mhm. Welche Folge meine ich denn? Okay. Nee, ich weiß nicht, es war die dritte oder die vierte, die ihr aufgenommen habt. Wo ihr erst gequatscht habt, dann hieß es so los und dann so, weiß ich nicht. Und dann hast du nochmal anmoderiert, weil das erste Mal irgendwie so vergeigt. Ach, das war tatsächlich die von gestern. Siehste? Und das habe ich tatsächlich drin gelassen, rein vorne geschnitten, dann das Intro und dann weiter. Weil ja, das einfach war so, ziemlich witzig. So, ja, genau, ich fand es einfach so geil. Ja, ich habe einen Kommentar drunter gelassen. Erstmal ja. Nach den ersten 5 Sekunden schon mal kaputt gelacht, bevor die Folge losging. Ja, ich fand es halt auch so mega geil und dachte, ey, das ist einfach viel zu schade zum rausschneiden. Oh Mann, das war gut. Und wegschmeißen, ja. Deswegen dachte ich einfach, man macht mal neue Wege. Ja, bitte? Nein. Paul und ich müssen noch ein bisschen Weg finden, wie wir das managen, dass wer wann auf den Knopf drückt und wer wann das Labern anfängt. Ah, ich finde das immer herrlich beim Schneiden, aber alles ist gut. Ich fand das ziemlich witzig, ja. Hat jemand was für mich zu tun? Ja, Feld 34. Ich habe gerade irgendwas von Mission gehört und ich bin hier auf der 25 am Düngen und irgendwo ist auf der 10 jemand am Mähen, da muss gepresst werden. Ich muss wahrscheinlich mit dem Schlepper zum Händler kommen, richtig? Da steht einer, du kannst schon mal nehmen. Aber wenn du nicht Missionen willst mit Ballen, Astra, darfst du auch gerne spritzen. Mir ist das egal, ich kann auch. Mir auch, aber du bist doch immer die sagt, du willst nicht so gern Ballen. Mir ist das egal. Okay, dann wenn du keine Missionen Ballen machen willst, Mission. Kannst du auch zu Hause Ballen. Ja. Aber ganz kurz. 34 war richtig, ne? Mhm. Bevor ich. Mit dem Schlepper, das hier steht. Mhm. Kannst du mal rüberreden? Darf ich jetzt? Nein. Jetzt darfst du. Okay. Warte, ich sag einfach nochmal. Bevor ich es vergesse, ich habe einen geilen Kommentar gelesen, wo es um Rinder ging und wie man aus oder mit Rindern relativ guten Profit schlagen kann, indem man die einfach 10 Stunden hält oder über Nacht und aus. Boah, scheiße, ich habe jetzt mir hoffentlich richtig gemerkt: 75.000 Rinderinvest. 104 machen kann. Das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Ich habe es jetzt nicht getestet. Ich vertraue dem Kommentator jetzt einfach mal. Und wird das mal in den Raum stellen? Wir haben halt eh schon überlegt, was wir mit dem Geld machen. Letzte Woche haben wir aber dann gesagt, wir parken es erstmal, weil wir bis auf dich warten, um es zu diskutieren, was wir machen. Wir hatten aber erst Hühner in Planung, aber wir können auch erstmal auf Rinder gehen, das ist ja kein Thema. Die Hühner laufen uns ja nicht weg. Ja, für die Hühner fehlt uns halt einfach momentan noch das Korn zum Füttern, ne? Optimal für die Rinder, weil wir machen gerade eine Wiese da drüben runter, ne? Können da zur Not nochmal ein paar Ballen rausmachen, also ein paar Heuballen. Und können die Hühner, die Hühner einfach nur mit Heu füttern. Aber eigentlich meinte ich die Rinder nur mit Heu füttern und Kasada gib ihm, ne? Kurze Frage, haben wir Pflanzenschutzmittel am Hof oder muss ich zum Händler runter? Du musst zum Händler runter, Pflanzenschutzmittel haben wir nicht am Hof. Haben wir einen Wender? Wir müssten alles haben, Schatz, weil wir haben damals alles ja, wir haben einen Wender und wir haben einen Schwader. Alles nicht mega, aber akzeptabel. Wobei, wir haben sogar den großen 17-Meter-Wender, ne? Also schon krass. Kann zwei Bahnen auf einmal winken. Ja, wie kommen wir denn auf die 34, ohne durch die anderen Felder zu fahren? Könnte man halt machen. Durch andere Felder fahren, Astra. Okay, das kann ich. Das Problem ist, dafür fehlen uns halt noch ein paar Mark, ne? Also wenn, dann würde ich tatsächlich den 45er-Stall direkt nehmen. Da fehlt uns aber einfach nochmal 10.000 Euro, um den Stall zu bauen. Wir können mal gucken, was im Moment an Silage schon fertig ist. Man kann ja sagen, wir haben nur noch Unmengen an Silage. Hallo. Ja, aber ich weiß nicht, welche Die Ballen am Hof sind die am ersten fertig sein müssen. Ja, wahrscheinlich sind die ganz hinten fertig, aber vorweg liegen wahrscheinlich wieder welche, die noch nicht fertig sind. Und wir müssen bedenken, Silage kostet hier nur die Hälfte. Wir können von der Niedersachsen, ne? Wir können, wir haben fast 7.000 Liter Brot schon in unserer Mühle. Wir können die, warte,
Und die haben 1600 im Moment, aber Bestpreis ist da halt 1800. Also jetzt nicht das Yellow Froms Eck, würde ich jetzt sagen, aber schon ganz geil für eine Finanzspritze, glaube ich. Januar. Ja, jeden Monat, den wir sie jetzt noch behalten würden, würden sie potenziell im Wert steigen, ne? Der Clou ist halt aber auch, die Produktion läuft uns wahrscheinlich über Nacht voll, wenn wir die jetzt durchlaufen lassen. Oh, ja, das ist möglich. Deswegen, ich weiß nicht, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie viel er verkauft, wenn wir jetzt sagen Direktverkauf, ob er einfach alles dann wegballert. Ja, ja, ballert er. Er verballert alles weg. Das Problem ist, wir kriegen vermutlich nur 70%. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das so sehen kann, weil ich nicht als Admin eingeloggt bin. Nee, kann ich nicht. Normalerweise müssten wir 70 oder 80% des Preises bekommen. Das kann man einstellen. Warte. Hm. Ah, Direktverkaufsfaktor ist sogar auf 0,899. Also wir kriegen fast 90% vom Preis. Das dann doch schon sexy. Also ich habe die Sachen nicht weggestellt. Astra. Sind auf dem Weg dahin. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich bin gerade eingetroffen. Ja. Ja, dann, also ich stell mal die Mühle kurz um hier, ne, die Bäckerei. Auf direkt verkaufen, weil zur nächsten vollen Stunde verkauft die dann. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal weg, weil die wird uns wahrscheinlich nicht vorlaufen. Also da hat sie aus 2 Mehl gerade mal ein Brot macht und das Zyklen pro Monat 2160 Mal, nee, nie im Leben, oder? Oder pro Monat kann ich mir vorstellen, nachdem unser Zyklus ja auch auf einen Monat pro Tag ist, der wird die halt ordentlich durch. Ja, hab ich. Eigentlich müsste dem so sein, das stimmt. Nee, dann verkaufen wir einfach zur nächsten vollen Stunde, dann ist das weg und finito. Ja, dann können wir von mir aus können wir Kühe kaufen, soll mir egal sein. Oder soll mir recht sein, sagen wir es mal so. Wir müssen uns dann nur drauf einigen, wo wir den Stall hinhaben wollen, ne? Den würden wir an den Hof bekommen, allerdings auch. Nee, ich würde den nicht an den Hof stellen, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Ich hätte vielleicht überlegt, hier gehört diese Fläche hier auch uns, oder gucken. Die gehört auch uns hier bei der. Warum sind die kaufbaren Flächen andere Nummerierung für die echten? Das ist weird. Welche kaufbare? Bei der 24 hier, diese kleine Fläche hier, wo der Schuppen steht. Da, wo wir auch ein paar Ballen schon hingelegt haben. Ja. Ja, da kriegst du aber nicht so einen großen Stall hin, ne? Da müssen wir ein bisschen vom Feld abzwacken. Stimmt, auch wieder. Ja, gerade seit Anfang der Folge mit Tastatur und beugt mich die ganze Zeit über mein Lenkrad drüber, bis ich gerade gecheckt habe, ich sitze vor dem Lenkrad. Ist das bei euch auch so, dass wenn ich hier auf X bei der Kartenübersicht klickt, dass sie Zellen eine andere Nummer kriegen? Ja. Das ist ja nicht gut. Anderen Maps auch. Das hat damit was zu tun, dass du im Giants Editor eine kaufbare Parzelle definierst, zum Beispiel jetzt die Nummer 90. Und deine PDA-Map halt ganz anders strukturieren kannst. Da ist es dann halt zum Beispiel Feld 5. Das ist völlig normal. Ah, okay. Ist Micha jetzt eigentlich mittlerweile da? Ich glaube noch nicht. Aber er hatte mir eben auch schnell bei Discord geschrieben, dass er noch schnell was Dringendes erledigen muss. Okay. Dann wollen wir ihn nicht mehr hetzen. So, vielleicht hat gerade einer noch an der Tür geklopft und braucht Hilfe. Ja. Hier, was ich vorhin mal angesprochen habe, ich hatte jetzt hier, ich weiß nicht, ob jetzt am Freitag mit den Factsheets veröffentlicht wurde, dieser neue, hier, Vollernter-Bagger da. Warte, es gab diverse Factsheets. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Woche der war, da kannst du mich nicht drauf festhalten, aber irgendwann jetzt letztens. Darf ich schnell unseren Waldrach reparieren? Auch wenn uns das vielleicht finanziell etwas wieder zurückwirft.
Was kostet denn die Reparatur und wie dringend nötig haben wir sie? Also der Zustand ist ziemlich unten und der kostet 4000, also es ist... Voila. Dann mach. Alles gut. Das fand ich halt schon ziemlich cool, weil er auf dem Foto da, oder auf dem Screenshot steht da halt so am Hang. Etikett, also das Laufwerk halt schräg und die Kabine halt gerade ausgerichtet. Das sah schon ziemlich cool aus. Das stimmt. Was ich aber auch mega nice finde, das waren die Bilder. Hat einer Bock auf Rüben machen mit Media? Ja, unbedingt. Die Maschinen, wo du den Seilkran benutzt, ne, den du an den Bäumen festmachst und dann schön aus dem Wald die Stämme ziehen kannst. Mhm. Das finde ich auch geil. Also ich habe vorher ja auch immer gesagt, so, weiß ich nicht, Platinum Edition ist jetzt vielleicht nicht meins. Aber je mehr Factsheets ich sehe, ne, desto mehr Bock habe ich tatsächlich, mich mal ein paar Wochen in den Wald zu stellen. Schon. Muss ich noch irgendwo düngen? Frag für einen Freund. Ich weiß nicht. Wo ist unser Kehrschau? Hier ist unser Kehrschau. Ernte Zuckerrüben. Das ist ja geil. Ja, das hatte ich jetzt auch. Ich hatte gestern einen neuen Spielchen auf dem Marsch angefangen. Ja. Und die einzigen Missionen, die ich hatte, die waren Zwiebeln, Kohl und noch irgendwas zu ernten, auch eine Erdfrucht. Und ich habe dafür auch eine stinknormale Drescher bekommen. Hatte nicht da der Mod mich ja was geschrieben, wenn die Missionen irgendwie buggy sind, hier einmal ein Safe-Game alles rausschmeißen und danach wird es wieder laufen? War da nicht was? Ja, hat irgendwas dazu geschrieben am Freitag. Ja, siehst du, hast du mal probiert? Nee, habe ich nicht, weil ich. Nicht dran gedacht habe. Nein. Also ja auch, aber ich. Nein, also nicht auch. Ich wollte dann halt einen Mod aktualisieren, weil ich gehofft habe, es gibt davon Motten Outlet, weil der nicht so lief, wie ich das gekauft habe. Ja. Und dann habe ich halt das Spiel gespeichert, ganz normal beendet. Und dann habe ich die Mod aktualisiert. Wollte wieder den Spielstand laden, und dann war der Spielstand weg. Und in dem Backup-Ordner war er auch nicht. Und dann hatte ich keinen Bock mehr gehabt und dann. Das ist aber komisch, ja. Krass. Sehr komisch. Das hatte ich noch nicht. Hat bei dir gefurzt, Astra? Ja. Okay, das erklärt den Gesichtsausdruck. Dieser Hund, ey. So, Schwadi, wo bist du? Nicht Schwadi, ich brauche Wendy. Boah, jetzt habe ich nochmal eine Frage, wo du gerade das Thema Hunde angeschnitten hast, ne? Mhm. Braun oder schwarz? Pink. Gepunktet. Beide. Echt? Beide? Willst du zwei? Klar. Was will ich denn mit nur einem? Naja, gut. Zwei Arme. Ja, grundsätzlich stimme ich dir dazu. Das Problem ist, wir werden immer noch einen haben, spätestens auch wenn der eine vielleicht irgendwann mal in die ewigen Spielgründe geht. In Rente geht mit dir, ja. Alter, ja. Dem habe ich heute erstmal gesagt, so, du musst mindestens noch 2 Jahre, bis Finny alt genug ist. Und dann musst du aber nochmal, damit die Kleine auch alt genug ist. Er muss einfach noch ein paar Jahre machen, der große alte Mann. Er muss auch für uns noch ganz viele Jahre machen. Ja, absolut, aber nichtsdestotrotz habe ich mich momentan einfach in diese braunen Dalmatiner verliebt. Ne? Also früher war Dalmatiner gar nicht so meine Rasse. Aber der Dicke ist halt einfach mega. Und diese braunen finde ich einfach gerade. Diese Schokobraun finde ich mega, mega geile Fellfarbe. Sag mir gerade nichts. Braun Dalmatiner. Hey, du hast mir doch schon ein paar Weirds auch mit braun geschickt. Junge, ich schicke so viele Reads einen Tag hin und her, denkst du, ich weiß noch 2 Sekunden, welchen Read ich geschickt habe? Echt? Also, ey. Schickst du die alle hin? Okay, ganz. Ich weiß nicht, Astra. Mir. Ganz kurz, du hast mir schon mal ein paar Reads geschickt von diesem dreibeinigen Dalmatiner. Falls du dich dran erinnerst. Nö. Alter. Ja, kann sein, dass du dir eigentlich auch an, was du tust, oder tust du einfach. Ich tue nur einfach. Ja. Er guckt sie an, schickt sie weiter und danach sind sie aus dem Gedächtnis gelöscht. Ja, okay. Ja. Also. Ich
ich finde sie süß oder lustig und dann schicke ich sie direkt weiter und dann scroll ich direkt weiter. Okay. Warte vielleicht noch bis Astreinacht und dann wird weiter. Oder irgendjemand sagt ihm, schickt jemand Uwe weiter, ich trau mich nicht. Was? Na, ja. Ist okay. Lag ich gerade? Ja. Ja, okay. Also, ich habe gerade tatsächlich auch, muss ich gestehen, auf Tastatur zum Rückwärts, ne? Warum auch immer gerade gewechselt. Denke, hä? Warum fahre ich denn jetzt gar nicht? Gut, aber jetzt mit der. Jetzt, wo ich weiß, dass ich auch mit dem Fuß das mache, fährt er auch. Hm. Ach. Nee, ich hatte gerade Angst, dass meine Tastatur irgendwie gerade eine Macke hat. Drückst irgendwie hier rückwärts fahren und passiert nichts. Schießt aber voll mit dem Fuß auf der Bremse. Ja. Das war's bestimmt. Okay, hat er geschwadet, sehr gut. Ach, geschwadet, gewendet hier. Auch wieder komplett Brain AFK. Soll ich jetzt gleich Astra helfen mit der Mission oder Paul beim Schwaden? Ich kann Paul auch helfen, ich bin fertig. Das heißt, ich kann bei Paul gleich wenden, aber ich sehe gerade. Paul wendet doch schon. Meine ich ja, beim Schaden. Okay. Ich helf wenn du wenden willst, kannst du auch bei mir wenden. Nein, ich will Schwaden, aber erstmal machen wir für heute Feierabend. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao, ciao. Tschüss.